Hallo und willkommen zurück zu Sheltered. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Nahrung ist knapp. Aber generell schlagen wir uns eigentlich schon ganz gut. Es könnte natürlich immer besser sein. Paul am Apparat, Schule, ja, durchsuchen. Das heißt zwar nicht zwangsweise, dass wir was zu essen finden werden, aber es gab gerade ein neues Update und ein kleines Haus im Ödland, ja, auf jeden Fall durchsuchen. Und das Update könnte dazu führen, dass wir etwas häufiger überfallen werden, also generell. So, wie geht's dem Wasserfilter? Auch gut, hervorragend. Ja, dann darfst du dich hinlegen. So. Dann lass mal sehen. Sand und Kalk nehmen wir mit, das Ventil nehmen wir mit, den Elektrokram nehmen wir erstmal nicht mit. Die Linsen nehmen wir mit. Wir nehmen auch mal die Kabel mit. Mehr mitnehmen ist ja nicht das Problem. Ja, möchte ich. Das Problem ist, wenn dann immer weniger mitzunehmen. Kleines Haus, ja, hatten wir. Uhuhu. Fette Beute sozusagen. Wolle, Gummi, brauchen wir beides. Und das Scharnier natürlich, damit wir endlich anfangen können zu kochen. Lass mal den einen Nagel da. Das Gummi möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Das Brett können wir stapeln. Die Feder lassen wir da. Dann können wir nämlich wieder Gasmasken basteln. Ja, das Buch müssen wir, glaube ich, auch leider da lassen. Treibstoff haben wir noch einiges, aber... Oh, wir nehmen natürlich beide Gummieinheiten mit. Bestätigen. Ja. So, eine kleine Kirche. Ja, durchsuchen natürlich. Und du gehst jetzt schlafen. Wie geht's dir? Okay, fast ausgeschlafen. Zustand. Kraftstoff im Generator ist nicht mehr allzu viel. Das sollten wir uns bei Zeiten drum kümmern. Etwas gestresst. Stress kann auch mit Hilfe von Arzneimitteln behandelt werden. Okay, Kirche. Ausgebrannter Laptop, Plastikflasche. Ja, recyceln können wir momentan nicht, deswegen... Ne, lass erstmal alles liegen. Donner ist... Ah, hervorragend. Kraftstoff hinzufügen. Und du brichst das jetzt erstmal ab. Und genau, legst dich schlafen. Ah, wir haben auch keine Fallen mehr. Sollten wir uns eventuell drum kümmern. Weil das Vieh läuft jetzt natürlich an uns vorbei. So. Der generelle Grafikstil, der sagt mir ja total zu. Hi Leute! Schön, dass ihr wieder da seid. Ach, du auch! Alle hungrig, Duschbedürfnis. Müde sind wir wahrscheinlich. Ja, müde sind wir auch. Kommt erstmal rein. Jetzt dürften wir erstmal tonnenweise Rationen bekommen. Was schon mal gut ist. Ja.
Jemand leidet an Strahlenvergiftung. Ah, okay, den konnte ich noch nicht auswählen, weil... Es ist schon fast voll. Das ist Mist. Drähte haben wir keine, Transistoren haben wir keine, Linsen haben wir keine. Ja, im schlimmsten Fall werden wir, was auch immer wir nehmen, eh wieder wegschmeißen müssen. Jemand hat eine Infektion. Antibiotika haben wir keine. So. Die nehmen wir. Kein Platz. Kein Platz. Kein Platz. Jetzt haben wir langsam ein Problem. Batterie nehmen wir. Ja, also schmeißen wir die Scharniere wieder weg. Nein! Oh nein! Ja, hervorragend. Hörst du? Ah, großartig. Einfach großartig. Weil jetzt haben wir kein Scharnier mehr. Ich wollte das nicht mal ablehnen. Ah. Der haut ab, oder? Ja, umso besser. Haben wir einen weniger zu ernähren. Du brauchst eine Dusche, aber wir haben keine Kapazität dafür. Mist! Donner ist verstrahlt. Okay. Ja, möchte ich abbrechen. Medizinschrank. Donner hat keine Strahlenvergiftung mehr. Okay, Expedition planen. Donner. Und Durst, Müdigkeit, Toilette, Hunger. Okay. So ein Mist aber auch. Vor 3 Tagen, vor 2 Tagen, vor 1 Tag, vor 6 Tagen, okay. Vor 5 Tagen. Okay, gut. Ausrüsten, ausrüsten. Wir brauchen das Scharnier, ansonsten Katastrophe. Wo ist die? Toll. Den müssen wir natürlich unbedingt in unserem Inventar haben. Wo ist die Tasche hin? Sag nicht, die Tasche ist jetzt auch weg. Oder der Kerl hat die jetzt geklaut oder sowas. Das würde ich sogar am Ende vermuten. Ja, zusätzliche Gasmasken haben wir nicht. Nein, es ist eine Katastrophe, dass wir die ins Ödland schicken müssen, aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Objekt fertigen, dafür fehlt uns Kunststoff. Dafür fehlt uns Nylon. Fehlt uns auch Nylon für, Mist, wir haben die Axt weggeworfen, wir haben...
Das ist ein schwerer Fehler in der Inventarsteuerung. Ernsthaft. Ja, natürlich sollt ihr den durchsuchen. Wenn du die Dusche fertig geschweißt hast, dann müssen wir einfach mal gucken. Nylon, Leder, Nahrung, Klebeband, Benzin brauchen wir keins, Kohle brauchen wir keins. Nein, das können wir erstmal alles liegen lassen. Ja. Können wir den reparieren, während der benutzt wird? Gut, Schatz, nicht aufwachen, ich muss hier nur was schweißen. Ein Gebirgspass, das ist mal was Neues. Tag 12. Dass wir überhaupt so lange überlebt haben, überrascht mich immer wieder aufs Neue. Aber ich glaube, sehr viel länger werden wir nicht überleben, wenn wir das nächste Mal wieder versehentlich irgendwas Wichtiges wegwerfen. Dass wir die Axt verloren haben, ist eine ziemliche Katastrophe. Großartig. Das ist komplett... komplett nutzlos. Gut, du isst dich erstmal satt und danach gucken wir, ob wir vielleicht eine Lagererweiterung bauen können. Mhm, wir sind unterwegs jemandem begegnet. Ich brauche Scharniere. Sei gegrüßt, Reisender. Mhm, bestätigen. Hallo, bist du verletzt? Blutest du? Gut, es geht mir gut und ich habe etwas zu verkaufen, okay? Was? 30? Nee. Sorry. Dieses entgangene Geschäft betrübt mich, aber ich verstehe. Mhm. Ich hätte gerne gehandelt, aber 30 für Antibiotika. Die haben wir nicht. Objekt fertigen. Kleines Vorratsregal. Was ich gerne hätte, wäre eine Kiste oder sowas. Gucken wir direkt mal. Level 2. Spielzeugkiste. Bücherregal. Kleine Kiste. Fehlt uns ein Nagel für. Nimm dir den Anzug, rein sicherheitshalber. Geht's dem 80, 77. dreimal Fleisch, einmal Leder. Sonst irgendwas... Hier können wir natürlich noch nicht dran. Zum Werkbank verbessern benötigen wir Metallrohr. 7 Scharniere. Eieieiei. Bitte sagt mir, dass ihr Scharniere gefunden habt.
kleines Haus. Kleines Haus klingt gut. Kleines Haus könnte Scharniere haben. Ist hier was zu putzen? Wahrscheinlich, dann putzen wir. Okay, füllen. Bitte. Nahrung. Nahrung ist gut, aber wir brauchen Scharniere. Kunststoff nehmen wir mit, damit wir Gasmasken bauen können. Radio nützt uns nicht, nützt uns nichts, nützt uns. Das nützt uns alles nichts. Den nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ja, doch. So, reparieren. Wie geht's dem Generator? Ist auch ziemlich... Ist an 39%, der muss repariert werden. Kein Scharnier. Kein einziges Scharnier. Ja, du gehst am besten mal schlafen. Kontamination 7%. Aber Zustand ist in Ordnung. So, Raumtür. Reparier das Bett. Auch wenn es etwas merkwürdig anmutet, aber... Okay, behalt den Anzug noch einen Moment an. Tag 13. Bestimmt angenehm zu schlafen, während jemand das Bett wieder zurechthämmert. Großartig, schön, dass ihr wieder da seid. Es wäre natürlich um Längen toller gewesen, wenn ihr ein Scharnier gefunden hättet. Anzug zurücklegen. Naja, eure Wahrnehmung hat sich gesteigert. Ob wir genügend Nylon haben, um eine neue Tasche hinzuzimmern? Nein, wir haben nur ein Nylon. Donner hat erhöht Wahrnehmung. Gute Information. So, ihr seid beide wach. Expedition planen. Nein. Brenda. Großartig. James und... Gratuliere, James. Nein. So. Was haben wir? Holzfällerlager, unbekannt. Holzfällerlager. Wir haben kaum noch Wasser. Okay, ja, dann müssen wir die erstmal abbrechen, bis es anfängt wieder zu regnen.
Hölle. Aber total. Können wir. Ja, wir können ein bisschen Zement herstellen. Das ist schon mal was. Dafür fehlt uns ein Nagel. Dass wir hier Stufe 1 noch nichts bauen können. Wegwerfen. Ist zwar schade drum, aber... Immerhin, wir haben 13 Rationen und wir haben den Kühlschrank voller Fleisch. Das heißt, die Chancen sind eigentlich jetzt schon wieder gestiegen. Oh, endlich, endlich. Was wir natürlich nicht haben, ist noch ein Bett und dafür dürften wir auch nicht. Ja, Wolle hätten wir genug, Holz hätten wir genug, was uns jetzt fehlt, sind Nägel. Man könnte meinen, es ist Apokalypse. Ja, das können wir machen. Du bist erschöpft. Ich wünschte, ich könnte was dagegen tun. Ja, das ist gut, dass du das vorschlägst. Reparier sie. Gut, wir können eine Gasmaske fertigen. Das ist nicht wirklich viel, aber es ist besser als gar nichts. Wie viel Wasser haben wir? Nicht sehr viel, würde ich sagen. Donna ist hungrig. Carol. Okay. Plus, ich will niemanden, der irgendwo im... Okay, dann Carol und Christopher. Wir haben nur 21 Wasser. Es hat doch geregnet. Ach, okay. Er ist zu weit, das habe ich mir schon gedacht. Ausrüsten, ausrüsten. Ja, was anderes haben wir halt nicht. Bereit? Nein. Aber es bleibt uns ja gar keine andere Wahl. Es bleibt uns ja gar keine andere Wahl. Lassen wir uns mal überraschen. Eieiei.
Ist ein klasse Spiel, ich bin begeistert. Wir überleben nur mit Mühe und Not, da... Nein, du brichst jetzt das bitte ab. Du bist halbwegs fit. Du bist fitterer. So, dann machst du jetzt hier bitte weiter. Ein Scharnier. Ein Nagel. Wir können eine neue Vorratskiste bauen. Kalk brauchen wir eigentlich weniger. Metall möchte ich mitnehmen. Die Sicherung. Und den Rest können wir ignorieren. Ja. Ach, du trinkst, okay. Und jetzt gehst du schlafen. Wir brauchen mehr Betten. 10 Erfahrungspunkte dazu bekommen, das ist doch schön. So, was ist beschädigt? Aha, Nahrung, Gummi nehmen wir auch mit, Wolle nehmen wir mit. Farbdosen, naja. Eine zusätzliche Sicherung. Bestätigen. Ja, bestätigen. Sieht's hier aus, 82, 79. Okay. Hier ist ein kleiner Bauernhof. Aufrüsten. Ja, verbessere auch mal direkt. Ein bisschen Kontamination haben wir schon. Das finde ich nicht so prickelnd. Ist fast ausgeschlafen. Okay. Sehr... Oh, Nylon, Nylon, Nylon möchte ich haben. Das... Sand. Könnten wir sogar erstmal drauf verzichten. Den Motor können wir auch drauf verzichten. Das Wasser will ich mitnehmen. Benzin will ich eigentlich auch mitnehmen. Perfekt. Ja, will abschließen. Und zwar sowas von. Genau, braver Hirsch, komm zurück. Allerdings werden wir den da noch nicht rausholen. Eventuell, wenn wir es schaffen, lassen wir den da so lang wie möglich drin. Ach, du schon wieder. Sei froh, dass du unsere Stimmung hebst. Ansonsten würden wir dich fressen. Ich würde auch einen Schutzanzug anziehen, wenn ich Katzenfutter aufmachen würde. Wenn ich denn eine Katze hätte. Nein, du gehst bitte... Was haben wir hier? Verbesserung. Wodurch? 6 Leute. Okay, das brauchen wir momentan nicht. Ah, dafür haben wir zu wenig Rohre. Okay. Dann möchte ich, dass du das Ding erstmal reparierst. Du wirst langsam müde. Dann geh doch bitte rein. Wir lassen das den Jungen gleich machen. Und dem scheint es ja soweit gut zu gehen. Ah, da kommt unser Scharnier. Endlich, wir können kochen. Wenn ich nicht schon wieder Mist baue, aber... Diesmal müssten wir es eigentlich hinkriegen. Das war hoffentlich gerade der Elch und nicht die Katze.
Sehr schön. Nagel, Gummi, das Scharnier, das Metall, der Timer, Benzin, so, wir haben genügend, kein Platz mehr frei. Dann so, bestätigen, ja, hervorragend. Dann ist jetzt also Zeit für eine kleine Pause. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet natürlich auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.